Umgang mit Morallosigkeit anderer. Wenn du jemanden siehst, von dem du annimmst, dass er morallos ist, dann überlege erstmal, stimmt das? Kein Mensch ist wirklich ohne Moral, also im Sinne von Ethik und Moralvorstellungen. Sie mögen nur anders sein als deiner. Selbst in der Mafia herrschen bestimmte Sitten und Gebräuche, selbst dort gibt es eine bestimmte Ethik. Den großen Teil dieser Ethik würde ich nicht teilen, klar. Und es gibt gute Gründe, weshalb man die Mafia mit polizeilichen Mitteln bekämpfen sollte. Aber morallos sind sie nicht. Sie haben nur eine andere Moral, als die Gesellschaft hat. Daher, es gibt auch noch andere Formen von Morallosigkeit. Es ist nicht gut, anderen Morallosigkeit vorzuwerfen. Wichtiger wäre, festzustellen, daran, wo sie sich dran orientieren, entspricht das Recht und Gesetz, entspricht das dem, was üblich ist in dem sozialen Kontext. Manchmal muss man Menschen darauf aufmerksam machen, manchmal wird man sagen, wir leben in einer offenen Gesellschaft, wo es unterschiedliche Moralvorstellungen gibt. Und das ist gut so. Aber es gibt gemeinsame Werte und gemeinsame Gesetze, an die müssen sich alle halten. Und innerhalb der großen offenen Gesellschaft gibt es kleinere Teile. Und auch dort gilt wieder, in jedem dieser kleineren Teile der großen Gesellschaft gelten auch wieder unterschiedliche Maßvorstellungen, also Moralvorstellungen. Und man kann durchaus sagen, in diesem gemeinnützigen Verein, in dieser spirituellen Gemeinschaft gelten die und die Moralvorstellungen. Und wer hier ist, der sollte sich daran auch halten. Wenn jemand sich nicht daran hält, muss man ihm keine Morallosigkeit vorwerfen, sondern man kann ihm sagen, du scheinst andere moralische Werte zu haben als wir hier. Vielleicht bist du hier fehl am Platz.